So, lieber Sigi, ich darf dich jetzt mal wieder ansprechen. Ja. Ja, Sigi, wir sind hier wo, an welchem Ort? Wir sind hier in unserem Kontaktbüro Ja. der Gewerkschaft, der ehemaligen Gewerkschaft Johannes. Wir nennen uns heute, da wir die 2002 aufgelöst haben, wir nennen uns heute Arbeitsgemeinschaft Historischer Bergbau und Handwerk. Ja. Wir verfolgen immer noch die gleichen Ziele, die heimische Geschichte, die ja auch mit der Industrie verknüpft ist, Ja. etwas aufzuhellen und etwas mehr Klarheit darüber zu bekommen. Was nicht so ganz einfach ist, weil wir hier relativ wenig Zentren haben. Ja, das waren hier früher, bis vor 50 Jahren, waren das kleine Dörfer, die nebeneinander gelebt haben. Und das Miteinander war nicht so Ja. besonders ausgeprägt. Okay, aber heute wollen wir mal über eine Vision reden, wie man Ennepetal verschönern oder eine Bereicherung, eine Visionsbereicherung an eine Idee, die du hast. Und was wirst du heute uns vorstellen? Was für eine Vision? Ich möchte heute mit dir über eine Vision sprechen. Bitte schön. Was wirst du uns jetzt präsentieren? Ja, Was war seit dann vielen dich? Jahren bauen wir ja eine Stadt auf. Wir sind immer noch mittendrin. Ja. Und dazu gehört auch, dass wir jetzt die Bergwerke erforscht haben, die Wege angelegt haben und im Hülsenbeckertal Ja. das Malerfest gegründet Malerfest. haben. Wie lange gibt es das Malerfest? Das jetzt, dieses Jahr, nächstes Jahr, wenn wir das durchführen, das ist das siebte Mal. 7. Mal, okay. Nein, Moment. Doch, das siebte Mal. Okay. Und Und wie, ich sehe jetzt, du hast ja am Tisch, das hier ist was ist ein, da am Tisch, ja, was du das hier meinst? ist das Modell einer Meilerhütte. Eine Meilerhütte. Und zwar wäre das der letzte Teil des Ensembles, was ja schon im Hülsebecker Tal steht. Das ist Ja. einmal die Meilerplattform. Ja. Dieses auf Ist der es dieses Gestell da irgendwie auf der Wiese? Meilerplattform Ja. steht ja das Modell eines Holzkohlenbeilers, Okay. den ich auch gebaut habe vor einigen Jahren. Auf der rechten Seite neben der Musikmuschel Ja. steht der Eisenschmelzofen, Ja. den ich da gebaut habe und jedes Mal zu den Ja. Meilerfesten betreibe. Ja. Und dazu gehört jetzt eigentlich noch eine Köhlerhütte. Köhlerhütte. Die Köhlerhütten Ist das brauchen, jetzt, ist das eine Köhlerhütte? das ist ein, Okay, das damit ist wir eine wissen, wovon Köhlerhütte. wir reden. Köhlerhütte. Köhlerhütte. Okay. Diese Köhlerhütten wurden Ja. früher oft. Ist das gängige Praxis? Gibt es die schon woanders, diese? Es gibt solche Köhlerhütten. Aha. Es gibt die in verschiedenen Ausführungen. Aha. Es gibt die als Erdbunker, wo man direkt in den Abhang Ach, verstehe. Ja. So Bunker unsichtbar eingebaut, sozusagen, mit irgendwie ja, im ein Bunker Fenster. hineingebaut hat. Es gibt, Vorausgesetzt, dass ich jetzt, sag das ist mal, der eine Weg. ja, dass das Berg rum ist. Es gibt die als Hütte, wo man einfach ein paar Baumstämme so zeltförmig zusammengestellt hat und hat die außen mit Tannenzweigen und Erden Ist so das dann so verkleidet. eine Art Provisorium oder ist das Ja, schon was massiv? ja. Das, was du jetzt aber hier, sieht ja doch recht massiv Wenn aus. man längere Zeit an dem gleichen Platz geköhlert hat, also Ja. Holzkohle hergestellt hat, ist man auch teilweise dazu übergegangen und hat festere Häuser gebaut. Aha. Dieses Reden wir Modell, dann immer vom Material Holz? Holz, immer Holz, Holz Okay. ist Ausgangsmaterial, Okay. im Wald, das ist das naheliegende Material. Okay. Und diese Zwischenfrage. Von was für einer Höhen reden wir? Weil ich hatte ja aufgeschlagen im Vorgespräch, dass diese, wie nennt man das bitte nochmal? Ich habe das jetzt gerade vergessen. Eine Köhlerhütte. Diese Köhlerhütte gibt es doch in verschiedene Höhen. Und diese reden wir von 10 Meter Höhe. Ja, die Höhe ergibt sich aus der Ja. Standfestigkeit, Ja. aus das ist ein technisches Problem. Du Okay. musst ja einen bestimmten Innenraum haben und dazu Richtig. muss ich eine bestimmte Höhe Ja, also haben. aus statischen Gründen Aus ergibt das dann statischen die Gründen, ja. Raumgröße, ergibt dann auch die Höhe, die erforderliche Die Höhe, ergibt auch die Höhe. um die Standigkeit zu erzeugen. Hier habe Okay. ich eine Höhe gewählt von etwa 10 Metern, damit wir unten eine Standfläche Ja. von etwa 6 Meter Durchmesser bekommen, Ja, hört sich gut an. weil es dafür gedacht ist, die Köhlerhütte soll da stehen bleiben und Ja. der unterste Teil, so bis hierhin, Ja. soll als Wandererunterstand dienen. Wie, wo ist, ich sehe jetzt keine Treppe da. Da ist keine Treppe. Ja, wie Da kommen ist die auch Leute? keine Treppe vorgesehen. Ja, wie kommen die Leute da hoch? Die untere Etage ist für Publikum. Aha. Also da für die Ja, Besucher. für die Besucher. Und auf der Innenseite, ich drehe das mal Ja, um, drehen wir mal jetzt.
in dem Boden, der hier innen drin ist, da ist eine Klappe vorgesehen. Eine Boden- mit einer ganz hohen Anlegeleiter. Ja, da wird die Klappe wird hochgeladen, da wird eine Anlegeleiter reingestellt, ja, sodass man da hoch kann. Verstehe. Auf dem, also auf der zweiten Ebene, also auf dieser Ebene, ja, man muss sich das vorstellen, dass dann später alles verkleidet ringsherum, ja, mit Schindern. Für irgendwelche Menschen, die aus organisatorischen Gründen da mitwirken. Ja. Wenn jetzt nämlich ein Meilerfest stattfindet und der Köhler muss seinen Ofen überwachen, seinen Meiler, dann ist das so gedacht, dass dafür ist diese Klappe hier oben drin, dieses Fenster. Dann kann der hier oben drin schlafen. Das ist immer noch groß genug. Ja, herrlich. Können also zwei Mann können da drin schlafen. Ja, okay. Und die können dann nachts hier oben aus dem Fenster rausgucken. Mhm. Zwischendurch mal rausschauen. Und sich den Meiler gucken, ob der Meiler in Ordnung ist. Jetzt mal Zwischenfrage. Wie machen die das hier jetzt, wo diese Köhlerhütte? Oder Köhlerturm, kann man auch sagen? Köhlerturm? Bitte? Köhlerturm, Köhlerhütte, was? Köhlerhütte. Köhlerhütte, okay. Wie machen die Leute das denn heute? Diese Hütte gibt es ja in Ölsebecker Tal ja nicht. Es ist ja so, das Köhlerfest im Ölsebecker Tal wird alle zwei Jahre durchgeführt. Okay. Und für die zwei Jahre hat man bisher noch keine dauerhafte Lösung gefunden. Wir haben immer so eine Reisighütte gehabt. Ganz einfache, primitive Hütte. Mhm. Und die ist allmählich zerfallen. Da haben die Leute drin übernachtet? Nein, die haben da nie drin übernachtet. Die haben den modernen Techniker entsprechend an den Bauwagen geholt. Ach so, Also die waren schon vor Ort und haben da schon auf eine andere Art überwacht. Sagen, ja? Das geht nicht anders. Weil ich gerade sagen, ist das... Bauwagen es geht gar nicht ohne Überwachung. Nein, das geht nicht ohne Überwachung. Mhm. Und wir wollten das deswegen machen. Ja. Einmal, damit wir wir müssen noch auf was ganz Wichtiges eingehen. Und zwar müssen wir erklären, dass dieser, was da produziert wird. Es geht doch, dass ein bestimmt Holzkohle da. Das ist da mit Holzkohle. Ja, weil wir gar nicht wissen, warum, weshalb jetzt hier. Alle zwei Jahre wird da Holzkohle gemacht. Mhm. Ich hoffe, dass wir das wieder hinkriegen, dass im nächsten Jahr. Wird Holzkohle immer so hergestellt oder gibt es, oder ist das eine Art von man hat jahrtausende lang die Holzkohle so hergestellt, dass man die also das Holz aufgeschichtet hat, locker, dass der Luft da drüber ging, hat die außen mit Erde zugeschüttet, mit Grassoden und Erde, und hat die dann kontrolliert verglimmt, das Holz, also nicht verbrannt. Ja. Und hat das gezündet und dann nur so viel Luft reingelassen durch die Erde, dass man Löcher gestochen hat, damit, dass die Glut nur angefacht wurde und nur etwa ein Zehntel des Holzes verbrannte. Und dieses brennende Holz hat dafür gesorgt, dass genügend Glut in dem Meiler unter der Erde war, um das restliche Holz nur zu verkohlen, nicht zu verbrennen. Okay, da haben wir jetzt die Frage beantwortet. Kommen wir mal wieder zurück zu dieser Meilerhütte. Und zwar warst du jetzt in der ersten Etage. Ja. So, schlafen, damit die Leute rausschauen. Und was sind das für Leute, die Bezeichnung von den Meilern, Meiler, oder was sagen wir die Leute, die das da... Köhler. Köhler sind dann die Leute, die... Das sind Köhler. Ist das ein Beruf? Macht man es nebenbei? Ist das ein Förster? Wer ist das? Es war nie ein Lehrberuf. Es war ein Angelernt. Machen das wird das ehrenhaft gemacht? Heute werden das von Ehrenamtlichen. Also unbezahlt. Ja, das wird heute von Ehrenamtlichen. Ja. Ist ja auch gut, mal zu erwähnen, dass es so Menschen gibt, die das einfach um vielleicht Kultur oder was zu erhalten... Was es alles mal so gegeben hat, wie das alles entstanden ist und dass die Leute da Interesse haben und das vor allen Dingen in Ehrenamtmäßig das umsonst machen. Ja? Ist ja nicht. Es gibt heute in einigen Stellen in den Mittelgebirgen in Deutschland und darüber hinaus natürlich auch, gibt es noch Köhler, die das hauptamtlich machen. Ach so, die verdienen da noch ihr Geld. Die verdienen da noch dein Geld. Ziehen die von Stadt zu Stadt? Es gibt Wanderköhler, aber in der Regel haben die einen Meilerplatz, einen festen Meilerplatz, und holen, weil die Transportmöglichkeiten... Achso, die holen dann besser, vor Ort, holen das vor Ort. Das Holz aus dem Wald zu den Meilerplätzen. So, jetzt habe ich aber gesehen, da ist ja noch eine Etage drüber. Was ist denn... Ist da eine Etage drüber? Ja, da drüber ist noch eine Etage. Das ergibt sich aus der Höhenstruktur. Ja. Die oberste Etage, ja, die ist vorgesehen für die biologische Station, Biologen. Ach so. Die sollen da oben... Wissen die von ihrem Glück? Die sollen da oben Kontrollpunkte einrichten, um die Lebewesen da im Tal, die Fluglebewesen und auch die laufenden Lebewesen
beobachten zu können, aus einem guten Schutz heraus. Zwischenfrage, die Dachfläche hier, woraus besteht die Dachfläche? Weil das sind Schindeln. Schindeln. Das ist auch Holz. Aha. Das gespaltenes Holz. Wird das dann einfach angestrichen und bietet dann den Regenschutz, Holzschutz? Das wird noch nicht mal angestrichen. Das genügt, wenn man das... Das ist dann regenfest. Das ist regenfest. Rechnet nicht durch. Na. Super. Weil die, die überdecken die Dachpfannen aus diesen Schindeln. Okay. Sind übrigens auch die modernen Dachpfannen hervorgegangen. Ja. Okay. Das waren ursprünglich Holzschindeln. Okay. Jetzt drängt sich ja die Frage auf, wer bezahlt das? Wie soll das finanziert werden? In der Regel werden solche Sachen durch Spenden finanziert. Spenden. Und durch. Denkt mal da an große Firmen, Endepetaler Bürger. Klein, wir uns sind eigentlich immer, mir persönlich auch, sind eigentlich immer kleinere Spender. Ja. Weil die sind dir lieber. Größeren Spendern, naja, die wollen dann auch mehr Mitsprache haben. Richtig. Aber wir haben auch nichts gegen große Spender. Ja, ja. Aber in der Regel wird das durch kleine Spender gemacht. Ja. Das ist mehr eine, dann ist ja der Gedanke der Gemeinschaftsarbeit, mhm, kommt dann mehr zum Vorschein. Ja, ja. Okay, ich denke mal, im Großen und Ganzen haben wir alles gesagt. Gibt es noch was Wichtiges zu erwähnen, was wir jetzt hier vergessen haben zu erwähnen? Jetzt können wir überlegen, ob wir noch was einbringen. Was liegt dir am Herzen? Wir haben das eigentlich schon so sorgfältig durchdacht, mit der Köhlerhütte, dass die an einem Platz stehen soll, wo sie stehen bleiben kann. Das wäre der Hülsebecker Tal. Gegenüber der Musikmuschel. Gegenüber der Musikmuschel. Und zwar so, dass der untere Teil als Wanderer unterscheidet. Wir reden hier von einer Vision, müssen wir sagen. Wir wollen hier nichts aufdrängen. Eine Vision, die einfach schön ist. Daran, dass wir das machen richtig, können, dass aus der Vision einfach Realität wird. Wir müssen ja auch noch den in unserer Welt nun mal notwendigen Genehmigungen dafür haben, sonst können wir es gar nicht erst an. Ja. Die Genehmigung würde dann bei der Stadt Ennepetal. Hier muss die Stadt Ennepetal. Okay. Beziehungsweise der Kreis, der spielt da auch noch mit. Sind denn diese Kreise, die Stadt, und sind die so für solche Ideen, Visionen, so aus der Erfahrung, aus alten Zeiten, sind die offen oder muss man da Überzeugung? Sagen wir mal so, die tun sie in der Regel immer etwas schwer, was aber auch verständlich ist. Okay. Die haben auch noch andere Aufgaben, als sich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zynisch an, sich um Kultur zu kümmern, aber wir haben auch selbstverständlich normale Alltagsarbeiten zu erledigen. Genau. Und da ist das etwas schwierig, mit solchen ausgefallenen Sachen dazu kommen, die, wie wir glauben, durchaus einen Sinn haben. Ja. Wenn die einmal die Zeit gefunden haben. Also für mich ist das eine Bereicherung. Haben wir das ist für mich eine Bereicherung, was die einfach Touristen und hier und da ein Magnetpunkt. Das ist ja die Neugier ja geweckt, das dann anzuschauen. Wir haben da nicht allzu viele sehenswerte Punkte. Ja. Die Kluterthöhle, noch nicht. Die Kluterthöhle ist, sagen wir mal, nicht ganz so in dem Zustand, wie sie sein soll. War und wie sie sein könnte. Wobei man sagen muss, dass die Besucherzahl ja steigend ist. Ich habe gelesen, über 40.000. Jetzt war im letzten Bericht, wurde von 48.000 Besucher jährlich. Was ich eigentlich bezweifle. Mit einiger Berechtigung. Ich habe selber. Du warst selber in der Höhle mal gearbeitet, aber. Und ich weiß, dass es schon etwas schwierig ist bei diesen Zahlen, dann müssten jeden Tag an 350 Tagen im Jahr. Wir wollen das ja aber mal im Interesse des Ende mal optimistisch sehen. Wir wollen jetzt das nicht so in Frage stellen. Ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja keine Statiker, können das schlecht überprüfen. Sollen wir so sagen, wir wollen einfach mal gutes Willen dran glauben. Ja, es ist ja, wäre ja gut, wenn das für Ende beteiligt, kann das ja nicht schaden. Man kann aber, wenn man nicht aufpasst, dann kann man auch dadurch, dass man nicht korrekt Zahlen nennt, kann man sich selber schaden. Ja. Das ist meine Gefühl. Es wird sich ja zeigen, so viel ich weiß, gibt es ja jetzt hier irgendwie, es gibt eine neue Leitung, da sind ja neue Käse, Kerngut, es findet ja viele Veränderungen statt, wo natürlich auch, gibt es auch diesbezug Kritiken, liest man hier in der Zeitung, es gibt ja starke Veränderungen, die dann auch für die Mieter ja auch nachteilig sind, es werden ja die Mieten teilweise erhöht. Es wird sich natürlich zeigen, wie weit dieses Konzept, sagen wir mal, insgesamt die ganze Geschichte nach vorne zieht. Wird sich alles noch herausstellen, wa? Deswegen wollen wir da, ist ja auch nicht gerade unser Thema hier, wir sind jetzt ein bisschen abgewichen, ist auch nicht ganz so schlimm, minimal abweichen. Kommen wir wieder zurück zu den Höhlenturm oder was? Nein,
Köhlerturm. Köhlerturm, ja. Köhler, ja. Es fällt mir richtig schwer, mich anzufreunden, weil irgendwie sehe ich das Modell zum ersten Mal in meinem Leben. Ja. Türme kenne ich, hier haben so Aufsichtstürme und finde ich auch immer ganz interessant, da hochzuklettern. Dieses Modell hat schon mal ein halbes Jahr im Rathaus gestanden. Ach. Allerdings hat es dann ziemlich Staub angesetzt, als ich es wieder abgeholt habe. Aha, okay. Also viele haben sich da nicht gesehen. Okay. So, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Dieses Modell braucht also keine großen Fundamente. Ja. Die Statik ist so ausgelegt, dass das selbst durch sein Eigengewicht sicher auf dem Boden steht. Ja. Eine ähnliche Erfahrung habe ich gemacht mit dem Meiler-Denkmal, das sie aus Stahl gebaut haben, was ja auf der Meiler-Plattform. Meiler-Denkmal ist auch im Hülsebecker Tal? Ja, das steht auf der Meiler-Plattform, wo immer alle zwei Jahre der Meiler gebrannt wird. Und dieses Meiler-Denkmal ist sozusagen unser Interimsmeiler. Er ist zwischen zwei Meilerfesten, steht der da, um sehr zu schön zeigen, wie groß so ein Meiler ist und wie der in etwa aussieht, die Form. Okay. So, hätten wir alles gesagt? Oder hast du noch irgendwie eine wichtige Bitte, vielleicht irgendwelche Helfer? Ja, wenn sich jemand dafür interessiert, überhaupt für die Geschichte. Ja. Und er kann sich jederzeit melden. Wir freuen uns darüber. Wie ist die Kontaktadresse? Meine Kontaktadresse ist hier die Milzbachstraße 205b. Hm? Da finden uns Interessenten jeden Tag. Das ist hier gegenüber vom Bildschirm an den Bahnschienen, oder? Am Schienenübergang. Hm? Und meine Privatadresse ist auch nicht geheim, die kann ich auch nennen. Kannst du einfach den Namen nennen, du stehst in Telefon. Mein Name ist Siegfried Gams. Richtig. Und, du bist ja kein Unbekannter. Ja, viele kennen mich. Ja. Und meine Telefonnummer ist 80860 in Ennepetal. Okay. Können Sie mich jederzeit anrufen, ich freue mich darüber. Und wie gesagt, es gibt viele Sachen, die wir noch machen können. Man sagt immer im Allgemeinen, als erstes, ja, wer soll das bezahlen? Diese Floskel, muss ich schon sagen, ist eigentlich tödlich für jede Initiative. Wenn man nämlich vorher sagt, dass wer soll das bezahlen, kann man auch gleich sagen, lass was liegen, es lohnt sich sowieso nicht. Also, okay. Und da wir ja etwas machen wollen, müssen wir uns erstens mal über den Sinn klar werden. Zweitens mal über die Technik, drittens mal über die eventuellen gesetzlichen Gegebenheiten, die wir einhalten müssen. Und dann können wir überlegen, erst dann, wie wir das finanzieren wollen. Okay. Nämlich sich als erstes über die Finanzierung zu unterhalten, ist praktisch das Ende der Überlegung. Richtig. Das scheint mir wenig sinnvoll zu sein. Wir können noch viele Sachen machen. Jetzt im Frühjahr, Winter, Frühjahr über, müssen wir den Wanderweg zu den Bergwerken, die Schilder wieder erneuern. Wäre auch jetzt irgendwie, wäre jetzt nicht angebracht, auch zu fragen, ich will jetzt auch nicht irgendwie Leute verunsichern, also wäre nicht angebracht zu fragen, was jetzt so ein Projekt kosten würde, besser gar nicht so erwähnen. Also wir reden aber jetzt von nicht wirklich viel Geld. Diese Köhlerhütte zum Beispiel. Die Köhlerhütte. Ja. Ehrenamtmäßig erstellt. Wenn man so viel wie möglich selbst macht. Ja, ja. Das kann man sogar so machen, dass man zum Beispiel die Schindeln vor Ort von Besuchern machen lässt. Ach. Das ist ja eine super Idee, weißt du das? Man kann eine normale Holzspaltmaschine so umbauen, dass sie... Ich habe auch noch eine Idee. Dass sie sicher ist und dass kein Mensch gefährdet wird. Ich habe auch noch eine Idee. Und er kann selber Schindeln herstellen. Man könnte ja für die Teile der Köhlerhütte, vielleicht begreife ich das heute noch. Man könnte ja Teile der über eine Patenschaft verkaufen. Wie zum Beispiel andere Vereine verkaufen Steine für ihre Vereinsteine, wenn sie das bauen. Wir haben auch daran gedacht, dass wir in der Hütte dann später in dem Bereich, der dem Publikum ständig zur Verfügung steht, das heißt also der untere. Ja. Übernehmen wir die Aussicht oben vielleicht über 1 Euro dann einfach da hochklettern können. Das gibt ja. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Ich meine, 10 Meter über die Hülsebecke zu schauen, so ist gibt's ja. Gibt es gewisse gibt's Probleme. Vorschläge. Okay, gut.
Das muss man dann klein Aussichtsturm, ja. Weil da bestimmen wir nicht alleine. Auf jeden Fall zum Abschluss dazu kommen. Für mich wäre das eine Bereicherung, ich würde es begrüßen, ja. Dann würde ich einfach sagen, sprech noch einen Abschlusssatz, damit ich noch mich bei dir bedanken kann. Bitte nicht so lang. Wir sind ja jetzt mitten im Winter und ja. Das ist also die richtige Zeit, ja. Um die nötigen theoretischen Voraussetzungen zu schaffen. Das heißt, wir müssen Zeit. Sehr guter Einwand. Es müssen potenzielle Spender angesprochen werden. Würde sich über den Winter gut machen lassen. Und im Winter lässt sich das hervorragend machen. Mhm. Wir haben auch eine Unmenge Bücher und Dias und Filme hier, die man uns zur Entspannung was mir aber jetzt mal ganz wichtig ist, kann. Ja. Wie sieht das denn mit der späteren Pflege aus? Wie würde die denn stattfinden? Das ist ja nicht damit getan, einfach hinstellen, das Ding muss erhalten bleiben. Ja, das ist ganz klar. So, bitte. Solche Einrichtungen... Hast du auch schon da Gedanken drüber gemacht? Werden immer, bitte? Hast du auch Gedanken drüber gemacht? Ja, selbstverständlich. Okay. Solche Sachen werden in der Regel so gemacht, dass die Pflege vom Anfang an bei den Konstruktionsmerkmalen mit eingebracht wird. Okay. Das heißt, wenn dieser Turm aus Holz gebaut wird... Du wärst auf jeden Fall auch ein Teil dieser Pflege, du selber. Bitte? Ja. Du wärst ein Teil dieser Pflege. Ja. Okay. Und wenn diese Hölzer eine grobe Präparierung bekommen, mit Holzschutzmitteln, da kann man Wachs nehmen oder Harze, muss man keine Chemie nehmen. Okay. Und das Ding dicht ist. Okay. Dann kann man voraussagen, wie lange das ohne Pflege da stehen bleibt. Mhm. Gut, hätten wir die Pflege geklärt. Das kann man. Gut. Planen. Das war jetzt der Abschlusssatz oder noch ganz was Wichtiges noch irgendwie? Ja, ich wünsche noch ein frohes Weihnachtsfest. Ja, ich danke. Das Gleiche wünsche ich dir auch. Und ich danke für das Gespräch. War total interessant. Und ich würde mich total freuen, Sigi, wenn dieses, wie hieß das nochmal? Köhler. Baum? Köhler Hütte. Köhler, mit manchen Sachen habe ich es schwer. Diese Köhler Hütte, wenn die wirklich irgendwann mal da in Lutzbecker Tal gegenüber der Muschel stehen würde. Dieses Gerät ist übrigens, wenn man genügend Leute hat, das ist der Grund sein. Wir müssen genügend Leute haben, um das machen zu können. Und dann wir sprechen von wie viele Leute? Wenn wir fünf, sechs Leute haben, die da aktiv sich daran beteiligen. Ja. Dann kann man da dran gehen, sich das Holz besorgen, die nötigen Vorbereitungen zu treffen und die Aufstellung dieser Hütte, das ist eine Sache von 2 Wochenenden. Das steht ja, super. Alles klar, Sigi, ich danke dir für das Gespräch. Gern geschehen. Bitte.